Die blutigen Bandagen, die Gemme und das Wickeltuch. Und all diese Talismane und Andenken führen zu einem verbotenen Ort. Bandars Wurf. Wasbi war nicht ganz ehrlich mit euch, Wanderin. Diese hat ein persönliches Anliegen bei dieser Sache. Okay, jetzt kommt er ein bisschen, okay. Ja, ihr scheint all diese Gegenstände wiederzuerkennen. Was habt ihr mir verschwiegen? Die Dürre. Diese ist dafür verantwortlich. Deshalb bestand Wasbi darauf, sie zu untersuchen. Jedes Jahr hinterlässt jemand am Geburtstag von dieser ein Geschenk vor dem Kloster. Darunter waren der Kinderreim, die Münze und die Gemme, die wir gefunden haben. Versteht ihr? Okay, deswegen ist sie unterwegs. Deswegen untersucht sie das. Weil sie heute... heute ist Geburtstag. Entschuldigung. Dieser Schenker hat also eine Spur gelegt, die uns hierher führen sollte. Warum meint ihr, dass das mit der Dürre zu tun hat? Einige Tage, nachdem das Aquädukt versiegte, hinterließ der Schenker einen Krug mit kaltem, frischem Wasser vor der Tür von dieser. Es war eine Botschaft, versteht ihr? Für Wasbi. Jetzt finden wir dieses Wickeltuch und diese Andenken, die alle zu Bandars Wurf führen. Für diese... für uns warten Antworten dort. Das heißt also, all die Jahre wurde schon darauf hingearbeitet. So, und jetzt haben die das mit Sicherheit irgendwie versiegen lassen, oder die Person, die das jetzt hier in den Weg geleitet hat, hat das jetzt versiegen lassen und hat dann angefangen, diese Sachen hier zu machen. Und der Alte weiß das jetzt auch. Ich glaube aber auch, der Alte weiß mehr, als er sagt. Soll mir recht sein. Ihr meintet, dieser Ort sei verboten. Warum? Alte Geister suchen diesen Ort heim. Wütende Geister, die stöhnen und Flüche in der Nacht heulen. Silhujo hat immer darauf bestanden, dass diese sich von dort fernhält. Sie missachtet nur ungern seine Worte. Aber wir haben keine Wahl. Das letzte Schleusentor und die Person, die wir verfolgen, sind beide da drin. Seid ihr bereit? Also prinzipiell würde ich sagen, dass der irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hat er ja auch sie als Kätzchen geklaut. Weißt du, so wie die Jedi. Die Jedi nehmen ja auch den Eltern die Jünglinge weg, die Machtbegabten. Und dann dürfen die nichts mehr mit ihrer Familie zu tun haben. Vielleicht ist das hier auch so ein Ding. Ja, Klostersache halt irgendwie so. Kann vielleicht sein. Gut, dann lasst uns loslegen. Halt's Maul, du Lumpe. Scheiß Harpien. Am Arsch, Harpien. Da ist richtig was los hier, wa? Ist ja richtig was los hier. Ist ja alles gespickt mit diesen Viechern hier. So, wo finden wir jetzt... Halt! Wasbi hat jemanden gesehen! Wo denn? Warum fliehen sie? Wir wollen ihnen nichts tun! Oh. Wer seid ihr? Wo ist... Wasbi, geliebtes Kind, endlich seid ihr wieder zu Hause. Geliebtes was? Diese ist nicht... Wir wollen nur das Wasser wieder haben. Wasser? Nein, nein, nein. Ihr wollt antworten, Kind. Antworten aus der Asche. Bringt sie zum Lager am Bandar-Tor. Tötet die andere und läutert sie mit Feuer. Die reinigende Flamme wird Srendars Wiege schon bald verschlingen.
Okay, was geht hier ab? Was ist das hier für eine Scheiße? Schnell! Hier drüben! Silhouyo. Silhouyo hat alles gesehen. Wir müssen Waspir retten. Schnell, bitte! Was macht ihr hier? Dieser mag nicht Waspis Vater sein, aber er empfindet die Liebe eines Vaters für sie. Welcher Vater würde sein Kind mit einer Fremden durch die Kasch streifen lassen? Silhouyo ist mit einigem Abstand gefolgt, aber er konnte Waspi nicht mehr rechtzeitig aufhalten. Die siechen Katzen brachten sie tiefer in die Schlucht. Der Anführer nannte Waspi beim Namen und drängte seine Leute dazu, Srendas Wiege niederzubrennen. Warum? Die Grippe. Die Zeit heilt manche Wunden und lässt andere schweren. Manchmal sieht selbst der größte Heiler nicht alle möglichen Ausgänge. Vergebt diesem. Silhouyo ist eine alte Katze. Er faselt vor sich hin. Wir müssen zum Bandator, um den Flammen Einhalt zu gebieten und Waspi zu retten. Alles klar. Es gibt eine Kaverne tief unter dem Wurf. Wenn dieser sich recht erinnert, steigt sie auf bis zum Bandator. Dort werden wir die Blockade im Aquädukt und Waspi finden. Kommt, wir müssen uns beeilen. Was ist euer Plan, um Waspi zu retten? Silhouyo wird versuchen, diese von der Krankheit gezeichneten Katzen zur Vernunft zu bringen. Um eine Krankheit zu heilen, muss der Heiler die Ursachen kennen. Bei altem Hass ist es nicht anders. Wir verlieren Zeit, während wir uns hier besprechen. Habt Vertrauen, dass alles nach Srendars Wünschen verlaufen wird. Okay. Wie Wildkatzen, wa? Diese von der Krankheit gezeichneten, wir nennen sie die Siechen. Nachdem die Gnaten-Grippe ihre Leiber zerrüttet hatte, verbannten die Leute von Elsweyr sie. Es gibt eine Kaverne tief unter dem Wurf. Wenn dieser sich recht erinnert, steigt sie auf bis zum Bandator. Dort werden wir die Blockade im Aquädukt und Waspi finden. Kommt, wir müssen uns beeilen. Könnt ihr mir irgendwas über die Leute erzählen, die Waspi entführt haben? Silhouyo denkt, dass er weiß, wer sie sind, aber betet, dass er sich irrt. Reisende kommen mit Geschichten über die Siechen zu Srendas Wiege. Khajiit, die von der Gnaten-Grippe berührt wurden. Gezeichnet von der Krankheit, aber nicht getötet, wisst ihr? Okay. Also Ausgestoßene. Es sind eine ganze Menge, ja? Ich meine, guckt euch mal an hier. Das ist eine Menge, was hier. Ding ist. Die helfen mir auch irgendwie. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Wo ist denn hier? Hier nicht hier hoch oder was? Dann müssen wir ja hier eigentlich weiter. Sie kamen damals zu Srendas Wiege, um geheilt zu werden. Doch der Visier des Königs hätte unser Adeptorium niedergebrannt, wenn er Kranke darin vermutet hätte. Es gibt eine Kaverne tief unter dem Wurf. Die Siechen kamen zu Srendas Wiege, um geheilt zu werden? Ja, als der Ausbruch begann, kamen Khajiit vereinzelt ins Adeptorium. Wir kümmerten uns so gut wir konnten um sie, aber nur wenige überlebten. Trotzdem verbreiteten sich Gerüchte, dass die Kranken in unseren Mauern geheilt würden. Kranke Katzen begannen dutzendweise einzutreffen. Und dann? Wir leerten unser Adeptorium, um allen Platz zu bieten. Wir gaben unser Bestes,
trotz der beengten Umstände. Dann kam Sutabi, Visier von König Hemakar. Er führte einen Trupp Kriegskatzen zur Wiege und schwor, sie niederzubrennen, um die Infektion einzudämmen. Geschah so etwas oft in jenen Tagen? Nur wenige verstehen, was die Knarrhatengrippe meinem Volk angetan hat. Nicht nur Krankheit und Tod, sondern auch Furcht und Hass erweckte sie in uns. Sie hält noch immer an, als eine Krankheit der Seele. Die Zeit schreitet voran, während wir uns unterhalten, Freunden. Wir müssen was befinden. Naja, die haben alle Long-Covid jetzt, ja. Ihr solltet wissen, warum sie uns hassen. Es ist die Schuld von diesem. Sie wollen alles niederbrennen, denn wir haben sie nach Bandas Wurf zum Sterben verbannt. Die Siechen sind die Geister von Silhujos Vergangenheit. Manometer, Alter, ey. Warum? Die Siechen sind die Geister von Silhujos Vergangenheit. Der Vergangenheit der Wiege. Dieser hatte gehofft, dass Zeit und Abgeschiedenheit sie heilen ließen. Doch das war immer eine törichte Hoffnung. Die Krankheit hat sich in ihre Seelen gefressen und dort geschwärt. Wovon redet ihr da? Ihr habt versucht, die Siechen zu töten? In den Tagen der Grippe herrschte Chaos. Viele kamen auf der Suche nach Heilung ins Rendas Wiege. Doch auf die Grippe folgte Furcht. Da so viele Kranke so eng in unserem Adeptorium zusammengepfercht waren, sahen die Leute es als einen Nährboden für weitere Plagen. Was ist geschehen? Sutabi, der Visier des Königs, rückte auf das Adeptorium vor und bedrohte uns mit Fackel und Schwert. Falls die Kranken in der Wiege bleiben sollten, schwor er, sie zu Asche zu verbrennen. Also lotste dieser die Kranken und Sterbenden hierher in Bandas Wurf und ließ sie zurück zum Sterben. Die anderen Adepten haben euch das tun lassen? Sie hatten keine Wahl. Wir hatten keine Wahl. Wenn man so lange Kranke pflegt, wie es Silhujo schon tut, kann man gar nicht anders, als einen gewissen Abstand dazu zu entwickeln. Man wird sogar regelrecht hartherzig. Hätte dieser die Kranken bei uns behalten, wären viele gesunde Khajiit gestorben. Khajiit wie Wasbi. Was hatte Wasbi damit zu tun? Wasbis Eltern brachten sie zu uns, als sie noch Windeln trug. Sie waren beide dem Tode nahe, oder zumindest dachte dieser das. Aber Wasbi, ihr Kind, war gesund wie der junge Morgen. Was hätte dieser tun sollen? Ihre Eltern waren schon verloren, aber sie noch nicht. Dieser nahm sie bei sich auf und zog sie groß. Okay. Sind wir hier noch richtig, oder? Wartet! Silhujo muss mit euch sprechen. Schon wieder? Ja, du bist aber heute redselig hier. Bevor wir weitergehen, müssen wir uns unterhalten. Was ist los? Das Bandar-Tor befindet sich hinter dieser Tür. So wie der Anführer der Siechen. Wasbis richtiger Vater. Seine Liebe und seine Sorge haben sich in Hass auf diesen verwandelt. Silhujo macht sich keine Illusionen. Jenseits dieses Durchgangs wartet der Tod auf diesen, wegen seiner Taten in der Vergangenheit. Okay. Aber die Eltern haben doch die dahin gebracht. Glaubt ihr das wirklich? Silhujo fürchtet den Tod nicht, wenn er denn auf diese Weise Wasbi rettet. Doch bevor dies geschieht, muss dieser euch eine Frage stellen. Ihr kennt nun die Geschichte von Srendas Wiege, von den Kranken, die man zum Sterben zurückließ. Wenn dieser tot ist, wird Wasbi Fragen haben.
Was werdet ihr ihr erzählen? Naja, guck mal, wenn dieser König da kommt und er will komplett alle ausrotten und die haben jetzt die Entscheidung. Also, ich würde auch das Erste nehmen hier. Ihr standet vor einer unmöglichen Entscheidung. Ihr habt es nicht verdient, dafür verurteilt zu werden. Siloyo dankt euch, Wanderin. Es lastet schwer auf der Seele, entscheiden zu müssen, wer lebt und wer stirbt. Doch als Heiler und Anführer muss dieser harte Entscheidungen fällen. Wenn Siloyo alles noch einmal zu tun hätte, würde er die gleiche Wahl treffen. Nun kommt, was bewartet? Würdet ihr anders reagieren? Ich meine, das ist auch immer so eine Sache, wenn man Dinge in der Vergangenheit passiert sind, zum Beispiel hier Zweiter Weltkrieg, viele sagen dann so, also ich hätte mich da gewehrt. Das ist dann auch so, wisst ihr, ein Scheiß drauf. Sind ja andere Zeiten. So, jetzt ist die Frage dann so, wie würde man selbst dann entscheiden? Hätte ich gesagt dann so, nee, dann sterben wir lieber alle? Wählt man nicht eigentlich immer die Entscheidung, in der man selbst überlebt? Ist da nicht irgendwie der Drang zum Überleben größer als die Vernunft vielleicht? Hätte man sagen können, gut, okay, wir packen unsere Sachen und gehen woanders hin. Schwierig, schwierig, schwierig. Und dann hast du ja natürlich dann so ein Kloster hier, so irgendwie so Heiler oder irgendwie so eine, ich sag mal. Ja, weiß ich nicht. Also, ich kann irgendwo, ja, verstehen. Das Schicksal weniger, oder, nee, wie war das mit diesem Schicksal weniger oder irgendwie sowas, darf nicht über Schicksal vieler gestellt werden, irgendwie. Ach, keine Ahnung, ich kann den Spruch nicht mehr. Das ist irgendwas aus Star Trek. Das heißt also, nehmen wir mal jetzt hier, damals hier, Hitler. Ihr wisst, was der verbrochen hat und was der gemacht hat und ihr kommt jetzt durch Zeitreisen, kommt ihr dahin, ja, und dann seht diese ihn als Baby, weißt du? Da ist es doch auch, ich sag mal, du bist jetzt einer, derjenige, der immer rechtschaffend ist, dass immer das Richtige tut und keiner Fliege was zu Leide tun, weißt du? Aber du weißt, was der getan hat und stehst jetzt an der Wiege. Würdest du ihn töten oder nicht? Würdest du das Baby töten oder nicht? Andererseits, was ist, wenn du das Baby mitnimmst? Also woanders hinbringst? Weg von all dem. Prinzipiell reicht es meistens ja aus, ich sag mal, nur eine kleine Stellschraube. Deswegen ist mal so, wenn jemand fragt, dann würdest du dein Leben ändern und du hast gerade aber ein richtig geiles Leben, du hast geile Leute kennengelernt, hast vielleicht einen Partner, der zu dir passt und das alles und hast aber eine schlimme Vergangenheit gehabt und eine schlechte Vergangenheit, da würde man nichts ändern. Sicherlich, man könnte dann sagen, ja, das, was früher war, scheiße alles und da würde ich das ändern. Aber dann wärst du nicht mehr an diesem Punkt, den du jetzt hast. Wenn du nur so eine kleine Stellschraube irgendwo, irgendwas veränderst, dann kommt schon eine Kettenreaktion, die nicht mehr zu diesem Ergebnis führt, das du gerade in dem Moment jetzt hast. Würde alles anders sein. Du würdest andere Sachen machen, andere Leute kennen, andere Partner haben vielleicht oder hättest vielleicht ja nicht so ein schönes Leben. Weißt du, hättest dann früher ein schönes Leben gehabt, aber dann geht irgendwie alles im Bach runter, weil irgendwas wieder in diese Wege geleitet. Naja. So, okay, los geht's. So richtig philosophenhaft hier heute, hä? Ich finde das gut. Ich mag solche Folgen.
Maspi, ihr seid unverletzt, ja? Junge, warte doch. Wo ist er hin? Nein! Silujo! Nein! Das ist Wasbis Schuld. Srendar, vergib dieser! Lebt er noch? Er atmet noch, aber schwach. Wasbi wird ihn zurück in die Wiege bringen. Ihre Hände hören nicht auf zu zittern. Der Anführer der Sichen, Hulsar, wirkt schreckliche Magie. Er sagte dieser, dass die Adepten sie ihm geraubt haben, dass sie ihm alles genommen haben. Er sagte, dass er... Er sagte, dass er euer Vater wäre. Ja, er sagte, dass er diese Geschenke hinterlassen hat, damit sie ihn nicht vergesse. Aber zu sehen, wie sie Silhujo und dem Orden immer näher kam, brachte seinen Schwanz schließlich zum Brechen. Er lockte Wasbi hierher nach Bandars Wurf. Jetzt hat er vor, das Adeptorium niederzubrennen. Wir müssen ihn aufhalten. Bitte, Wanderin! Wenn man Hulsar irgendwie verschonen kann, so zeigt Gnade. Wasbi weiß, dass er wahnsinnig ist, aber zwei Väter auf einmal zu verlieren. Srendar, steht dieser bei. Sie ist so verloren. Ihr Monde, warum habt ihr Silujo hierher kommen lassen? Er muss doch gewusst haben, dass die Sichen ihn töten würden. Er tat es, um euch zu retten. Diese musste nur gerettet werden, weil sie Silujo nicht gehorcht hatte. Er kam wegen Wasbi hierher. Er stirbt wegen Wasbi. Silujo hat mir erzählt, dass er bereit hierfür ist. Es ist seine Buße für etwas, was er vor langer Zeit getan hat. Das weiß diese. Hulsar hat ihr davon erzählt, wie er und seine Frau, die Mutter von dieser, mit einer winzigen Wasbi in den Armen in die Wiege kamen. Er beschrieb den langen Marsch zu Bandars Wurf und die kalten, mondlosen Nächte, die darauf folgten. Noch mehr Leid, nur wegen dieser. Wie kann das denn eure Schuld sein? Ihr dürft euch nicht alles anlasten. Wie könnte es denn nicht Wasbis Schuld sein? Hätte Hulsars Frau Wasbi nicht in sich getragen, hätten sie die Reise zu Srendars Wiege nie angetreten. Hätte Wasbi nicht danach getrachtet, die Wasserversorgung wiederherzustellen, wäre Silujo noch am Leben. Bitte findet einfach nur Hulsar. Wasbi muss arbeiten. Na, tolle Wurst. Bitte, Silujo. Bitte, Vater, sterbt nicht. Oje. Ihr glaubt, ihr könnt mich daran hindern, Vergeltung zu üben? Na dann kommt! Wasbi, es tut mir leid. Ja, wir konnten den nicht retten. Irgendwie können wir nie irgendwen retten, oder? Er hat uns angegriffen, wir hatten keine Wahl. Ah, ey. Warum geben die uns nie die Wahl? Oh, komisch alles. Was ist denn hier hinten? Hier leuchtet irgendwas lila. Diebesgut schon wieder. Was ist denn Diebesgut hier? Bogen des Todgräbers. Den können wir noch einschmelzen. Den nehme ich mal mit hier. Den Rest nicht. Das lohnt nicht. Wir kriegen an anderer Stelle mehr Geld. So, okay. Bandar-Schleusentor. Okay. Wasser läuft wieder. Okidoki. Dann können wir ja eigentlich... Oh, wie weit es weg ist. Guck mal auf die Karte. Hier ist ja gleich noch ein anderes Ding hier.
Dann werden wir noch später hin nennen. Oder ist... Nee, ach nee, das ist das hier, ne? Kommen die jetzt oder was? Oh. Hauen die ab. Pisst euch. Können wir überhaupt mit irgendwen reden, ne? Oh ne, der ist tot. Oh, hier sind Bücher. Kleiner Almanach. Anakina und Pelletine. Eine Einführung. Hier noch mehr Bücher? Oh je, der ist gestorben. Astanati. Ich legte gemeinsam mit diesen Roben hier ein Gelübde der Armut und der schlichten Lebensführung ab. Aber Wasser ist kein Luxus. Meine Zunge ist staubtrocken und meine Gewänder verdreckt. Wir brauchen Wasser, Rook. Wir brauchen es. Sollte eigentlich wieder da sein. Ich hab angemacht. Ich schwöre. Ihr kehrt zurück. Gut. Waspi hat heute schon zu viel verloren. Siluyo hat nicht... Waspi konnte nicht. Er ist tot. Seine Seele wandelt jetzt in den Sanden hinter den Sternen. Das tut mir leid. Die anderen Adepten trauern um ihn, so wie Waspi es tut. Doch sie kennen die Wahrheit über seinen Tod nicht. Noch wissen sie, welchen Preis es hatte, dass das Wasser wieder fließt. Doch ihr wisst es. Waspi weiß es. Und diese Last ist womöglich zu schwer für sie. Was meint ihr? Waspi liebte diesen Ort. Sie vergötterte Silhujo und die anderen Heiler. Sie betete zu Srendar um die Stärke und die Weisheit, um ihm so gut zu dienen wie jene, die vor ihr kamen. Doch Srendars Wiege ist eine Lüge. Waspis Traum ist eine Lüge. Was soll sie jetzt bloß tun? Was meint ihr damit, dass Srendars Wiege eine Lüge ist? Die Leute von Elsweyer glauben, die Adepten der Wiege hätten Wunder gewirkt, um die Grippe abzuwenden. Nun begreift diese, dass sie die Kranken einfach nur zum Sterben in der Wildnis versteckt hatten. Wie könnte diese dies einfach verdrängen? Wie kann diese ihr Leben einem solchen Ort weihen? Bleibt. Euer Traum, Heilerin zu werden, bedeutet euch nach wie vor etwas. Vergangenheit kann daran nichts ändern. Ja, diese wird bleiben. Aber sie wird nicht über das lügen, was hier geschehen ist. Silhujo stand vor einer unmöglichen Wahl. Doch die Leute haben es verdient, die Wahrheit zu hören. Vielen Dank, Wanderin. Wir haben uns erst vor kurzem getroffen. Aber ihr kommt einer Familie noch am nächsten, was Waspi angeht. Brüder, Schwestern, Waspi muss von Silhujos Dahinscheiden sprechen. Ehe er von uns ging, erfuhr diese die Wahrheit über die Sichen, von der Rolle, die wir Heiler für ihr Leid spielten. Nun nicht mehr. In Srendars Namen müssen wir zu Bandars Wurf gehen. Wir müssen den Sichen helfen. Und wir müssen versuchen, diese uralte Wunde zu heilen. Für sie und für uns. Okay. Waspi hat viel zu tun. Zumindest muss sie die Namen der Sichen herausfinden, die wir zum Sterben in Bandars Wurf zurückließen. Falls sie noch Verwandte haben, sollten diese wissen, was hier geschehen ist. Aber für euch hat diese immer einen Augenblick Zeit. Habt ihr noch irgendwelche anderen Pläne? Abgesehen davon, diese Sache mit den Sichen zu erforschen? Nun, es gab Laken zu säubern
und Tinkturen zu brauen und... Oh, wem macht diese etwas vor? Wir alle brauchen Zeit zu trauern. Siuyo zu verlieren, das ist, als ob man dieser das Herz aus dem Leib gerissen hätte. Naja, verständlich. Das tut mir leid. Das weiß diese. Vielen Dank. Später ja. Forschen und wiedergutmachen, glaubt diese. Viele der Sichen sind noch in Bandas Wurf. Wasby weiß nicht, ob Unterkunft und Proviant ihre Wut lindern können, aber wir müssen versuchen, ihnen zu helfen. Ich wünsche euch Glück dabei. Wasby dankt euch, Freundin, für alles. Ist euch schon mal aufgefallen, dass sie nicht nach ihrem Vater fragt? Er gibt kein Dings darüber, keine Sache über ihren Vater hier. Kein Dialog. Interessant. Diese ist froh, dass Wasby sicher zurück ist. Aber der arme Silhuyo, das ist ein hoher Preis für Wasaruk. Weiß ich nicht. Ist das ein zu hoher Preis? Ich meine, wenn alle sterben, ist ja auch wieder eine... Danke, dass ihr das Wasser zurückgebracht habt, Wanderin. Der Verlust von Silhuyo schmerzt mich. Er schmerzt uns alle. Ja, er ist der vollkommenen Tugend nicht gerecht geworden, doch das sind nur wenige. Etwas anderes zu denken ist nur sündiger Hochmut. Vergesst das nicht. Okay. Naja, gut. Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Oder haben wir hier noch irgendwo anders ihn zum Quatschen? Andererseits haben wir jetzt auch gar nicht mit die Leute hier so vorher gequatscht. Adeptenunterkunft. Gehen wir mal rein, gucken wir mal da noch hin. Ah, guck mal hier. Erkennungsmerkmal und Geschmack der anerkinischen Tierwelt. Okidoki, Wandschrank. Oh, wir können hier klauen. Beziehungsweise... Ne, das brauchen wir nicht. Flammenstab brauchen wir auch nicht. Schmuckkästchen. Und dann ist da ein Dietrich drinne. Ich muss sagen, das ist ein bisschen unsinnig, dass es hier Dietrich gibt. Weil wir sind ja hier so einer, ich sag mal, in Anführungsstrichen Religionsgemeinschaft. Und da passt das irgendwie nicht. Na gut, Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Ich werde zu schneiden, die Folge habe ich 2 Folgen, dann ist die Woche komplett. Dann habe ich wieder ein bisschen Luft und dann gucken wir mal weiter. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder und bis dahin haltet die Ohren steif und ja, tüdelü.